Ja, danke erstmal. War ein sehr anstrengendes Spiel, schwierige Bedingungen, der Platz war nicht gut. Mit der Temperatur musste man sich halt auch dran gewöhnen. Aber wir haben halt vor allem in der zweiten Halbzeit natürlich wieder alles rausgehauen, haben ein sehr gutes Spiel gemacht und dann auch verdient gewonnen. Was haben die Trainer dir gesagt in der Pause, was du machen sollst, wenn du reinkommst? Zwei Tore schießen, nein. natürlich alles reinschmeißen, weil wir in der ersten Halbzeit es fehlt ein bisschen an Intensität. Das haben wir halt dann umgesetzt in der zweiten Halbzeit wieder und wie gesagt, dann haben wir das Ding auch gewonnen. Doppelpack hier vor über 2000 Aachenern, auch schön für dich, oder? Ja, klar. Also ich denke, es ist egal, ob wir im Tivoli spielen oder hier, es ist einfach trotzdem ein geiles Gefühl von den Fans, jedes Mal ein Tor zu machen. Was nehmt ihr euch jetzt vor für die nächste Woche, wenn es wieder zu Hause gegen Aachen geht? Sechs Spiele sind noch zu gehen. 11 Punkte Vorsprung, da bleibt es weiterhin wichtig, dran zu bleiben. Ja, genau. Also wir müssen jedes Spiel von Anfang an am besten unsere Tugenden wieder auf den Platz bringen, wie in der zweiten Halbzeit intensiv alles reinschmeißen und dann denke ich, wird uns auch nichts aufhalten. Gut, danke dir. Dankeschön. Freddy Baum, Glückwunsch zum Sieg hier heute in Leverkusen. Was war das für ein Spiel? Das erwartet schwere Spiel. Ich glaube, dass Wegberg hier auf heimischen Rasen auf Platz 5 ist in der Heimtabelle. Dementsprechend haben wir uns auch schwer getan, aber dass wir dann in der zweiten Halbzeit mit einer ganz anderen Körpersprache an den Tag gegangen sind. Und dementsprechend war die zweite Halbzeit auch klar überlegen auf unserer Seite. Wir haben nicht viel zugelassen, bis auf das unnötige Tor dann am Ende. Und ich glaube, insgesamt dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg. Zum ersten Mal war jetzt die zweite Halbzeit besser als die erste. Kannst du dir das irgendwie erklären? Ja, in der ersten Halbzeit waren wir einfach nicht da. Ne? Also da waren wir einfach nicht auf der Höhe, haben nicht die Zweikampfintensität gehabt, die wir eigentlich an den Tag legen können auch. Und dann sieht man auch, dass wenn wir das in der zweiten Halbzeit machen, dass das dann auch läuft, ne? Und dass wir dann auch einen Gegner dominieren können. Und wir können froh sein, dass der Gegner uns in der ersten Halbzeit im Moment nicht so bestraft, wie es eigentlich ist. Was habt ihr angesprochen in der Halbzeit? Körperbetonter spielen, schneller spielen vielleicht auch noch? Was ja, heute war so ein bisschen das Problem, dass wir zu wenig in die Tiefe gespielt haben, zu wenig Tiefenläufe hatten. Und das haben wir angesprochen und auch einfach die Körpersprache. Ne? Und ich glaube, mit Körpersprache kann man schon ganz viel wettmachen. Und selbst wenn man nicht den besten Tag hat, dann muss man halt wenigstens Eier zeigen. Und das haben wir heute dann in der zweiten Halbzeit erst gemacht und der Trainer hat es in der Halbzeit ganz klar angesprochen. Weiterhin 11 Punkte Vorsprung, 6 Spiele sind noch zu gehen. Was wird jetzt wichtig sein in den nächsten Wochen? Weiterzumachen. Ich habe es gerade schon gesagt, 6 mal 3 sind 18 und es sind noch 18 Punkte zu vergeben. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann kann uns das keiner mehr nehmen. Aber die müssen wir auch erstmal machen. Danke dir. War das in der ersten Halbzeit cool den Gegner zurechtgelegt oder war der Trainer unzufrieden? Ich war mehr als unzufrieden in der ersten Halbzeit. Es war auf manchen Positionen gar nichts. So, und gar nichts meine ich nicht, dass man vielleicht einen schönen Ball spielt. Aber was das Energiefeld angeht, diese einigen Spieler, kann man Woche für Woche darüber streiten. Aber am Ende hilft nur, wenn man es runternimmt. Vielleicht merken sie es dadurch. Aber es soll jetzt den Sieg nicht schmälern. Zweite Halbzeit war dann wieder der gewohnte Fußball und auch die Wucht dieser Mannschaft. Und das zeichnet uns ja aus, dass wir dann auch solche Spiele für uns entscheiden. Aber wie du richtigerweise sagst, erste Halbzeit ist nicht jeder bei 100%. Und vielleicht muss man schon irgendwann mal dann nach 20 Minuten wechseln, damit man mal ein Zeichen setzt. Das will man nicht, weil man auch Respekt hat vor dieser wahnsinnigen Leistung, die die Mannschaft jetzt hier hat. Aber wir fordern ja nicht ein, dass wir den schönsten Ball spielen, sondern fordern ein, dass wir Vollgas geben. Und das hat nicht jeder begriffen anscheinend in der ersten Halbzeit. Beobachtet ihr oder beobachtest du auch nicht zum ersten Mal? Ist die erste Halbzeit? Ja. Ja, es spielt natürlich auch der Gegner immer mit. Ne? Der Gegner hat in der ersten Halbzeit, ist im Vollbesitz seiner Kräfte. Der Platz sehr stumpf, Gegner tief. Das ist ja dann auch ein anderes Spiel als die letzten Wochen oder vielleicht sogar Monate. Ne? Denn Fortuna Köln, Viktoria Köln, Rödinghausen, Schalke 2, Köln 2, Düsseldorf 2. Das sind Mannschaften, die einen sehr hohen Anspruch an ihr eigenes Spiel haben. Und Wegberg hat in der ersten Halbzeit alles lang rausgehauen, was absolut legitim ist. Und da mussten wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen. Was aber nicht dazu führen darf, dass wir faul werden. Und wir waren nicht auf jeder Position heute fleißig in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann wesentlich besser, können da auch und müssen vielleicht sofort auch 1-2-0 führen. Haben dann eine Riesenchance mit Toni liegen lassen, frei vom Tor. Und vielleicht auch 100 Meter wieder nicht bekommen. Aber dann denke ich, war es auch verdient. Ich meine, dass es über den Standard kommt, freut uns, weil wir sowas natürlich auch trainieren. Aber es war dann verdienter Sieg. Da brauchen wir sich nicht für schämen. Wir waren die wesentlich bessere Mannschaft heute. Im Endeffekt hast du dann die 2 goldenen Treffer eingewechselt. Ist das ein weiterer Beweis für das Kollektiv Alemannia Aachen? Ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir nicht wechseln müssten, um so eine Energieleistung dann zu haben. Und da bin ich auch dann manchmal mehr als ratlos bei manchen Spielern, die einfach immer wieder das Vertrauen dann auch bekommen
Und man hofft ja darauf, dass so ein Spieler das dann auch mal intrinsisch löst. Nur irgendwann ist ja die Geduld vorbei. Und glaub mir, ich habe sehr, sehr viel Geduld mit meinen Spielern. Aber es ist eigentlich schade, dass man dann solche drastischen Mittel dann immer auch wählen muss. Aber es ist halt ein Ergebnissport und am Ende gibt uns das ja recht. Mehrere Spieler sind angeschlagen vom Platz gegangen. Arce John zudem hatte auch zwei heftigere Kollisionen. Gibt es schon so eine kleine Kollision. Marcel John wurde, ich will nicht sagen, bewusst, aber das war klar rot. Und dieselbe Aktion haben wir dann, eine Aktion später auf der anderen Seite. Und da springt man über ein Torwart drüber, das gehört sich so. Ja, trotz aller Rivalität, es steht da 2-0 und der springt einfach in den rein. Und ich weiß nicht, warum man sowas macht. Und letztendlich muss der Schiedsrichter das klar ahnden, dann hast du die Problematik nicht. Aber alle anderen Auswechslungen waren auch ein Stück weit Schutz. Gerade Basti Müller, wenn wir ihn jetzt hier durchgeprügelt hätten, dann hätte es sein können, dass er uns in der so wichtigen Endphase der Saison ausfällt. Deswegen war es eine gute Entscheidung, runterzunehmen. Strujic, Paljuka sind auch leicht angeschlagen. Ja, Strujic hat den Zeh leicht angeknackst gehabt vor ein paar Wochen, hat die ganze Zeit mit Schmerzmitteln gespielt, auch gespritzt worden. Und das war dann am Ende nicht mehr möglich, aber der wird spielen können. Sascha ist ein Berserker, der hat immer gespielt. Und da mache ich mir keine Sorgen. Die Jungs sind schon hart im Nehmen hier. Zum Abschluss, 6 Spiele sind es noch, 11 Punkte Vorsprung. Bedeutet heute, dass wir ein wichtiges Spiel gewonnen haben und jetzt gut regenerieren müssen, uns dann wieder gut vorbereiten müssen auf einen hoffentlich vollen Tivoli. Und man hat auch wieder gesehen, wie wichtig es ist, dass wir Heimspiele haben, weil Energie kommt natürlich von außen permanent. Und da macht es für mich als Trainer das Einfordern natürlich auch einfacher, wenn dann von draußen permanent dieser Anschub kommt. Den hast du doch heute auch gehabt. Von den 2.700 sind 2.000. Haben wir ja gesagt. Unsere Fans sind Weltklasse, sage ich jede Woche, würde ich auch in 100 Jahren noch sagen, auch wenn ich nicht mehr Trainer bin. Das ist am Ende das Energiefeld, was uns auszeichnet in der zweiten Halbzeit immer. Und ich glaube, deswegen gewinnen wir auch die Spiele. In 100 Jahren bist du nicht mehr Trainer, oder? Habe ich 100 gesagt? Nee, aber ich fühle mich gerade sehr wohl hier und ich möchte jetzt nicht dran denken, dass sowas hier mal irgendwann endet, weil das ist einfach mittlerweile auch schon eine Herzensangelegenheit.